deutsche Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren dynamisch gewachsen. Zu diesem Erfolg haben die mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Beschäftigten maßgeblich beigetragen. Dieser Erfolg hat auch den Blick des Auslands verstärkt auf den German-Mittelstand gelenkt. Rund 3,7 Millionen kleine und mittlere Unternehmen sowie Selbstständige in Handwerk, Industrie, Handel, Tourismus, Dienstleistungen und freien Berufen prägen die Vielfalt und den Erfolg des deutschen Mittelstandes. Um diese Dynamik zu stärken und weiter auszubauen, setzt der PKM-Parlamentskreis Mittelstand der CDU-CSU-Bundesfraktion an vielen verschiedenen Hebeln an, um die Rahmenbedingungen für die mittelständische Wirtschaft weiter zu verbessern. So waren dem Wirtschaftsflügel der Union und dem Hausherr Christian von Stetten, mittelstandspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundesfraktion und Vorsitzender des PKM, nicht nur die Kanzlerin, sondern auch rund 2000 Gäste einer Einladung nach Berlin gefolgt. Was aber erwarten die Gäste beim diesjährigen PKM-Sommerfest in Berlin? Der Gast erwartet natürlich das, was wir bieten als Merkur-Hotels. Wir sind ja regional und bodenständig verankert. Das heißt, wir haben einmal traditionelle Küche, Spreewälder Kartoffel-Gurkensalat mit Havelzander als kulinarischen Genuss. Dann haben wir einen hervorragenden Rotwein mit dabei von unseren Mundschenken, also unseren Sommeliers kreierten Wein mit dem Weingut Butzler aus Rheinhessen. QVM, das haben wir hier mal vorbereitet. Und dann haben wir noch unseren Merkur-Kaffee, den machen wir mit der Firma BLF zusammen. Ein wunderschönes Kaffeegenuss mit Creme-Kaffee und Espresso. Für die BLF-Gruppe mit ihrer Premium-Kaffeemarke Saporetti war es in diesem Jahr eine gelungene Premiere, das PKM-Sommerfest kulinarisch zu begleiten. Der Gastgeber Christian von Stetten ließ es sich nicht nehmen, kurz vorm Eintreffen der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel die Partnerfirmen beim diesjährigen Sommerfest persönlich zu begrüßen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Gerda Hasselfeld, lieber Volker Kauder, auch wenn das Wetter heute nicht das Beste ist, darf ich Sie alle recht herzlich zu unserem 39. PKM-Sommerfest hier im Grundrinzenpalais begrüßen. Heute ist der Tag der Wirtschaft, aber natürlich wollte ich zuerst beim Mittelstand sein und ein herzliches Dankeschön sagen für alles, was Sie durch Ihre Initiative, durch Ihr Engagement, durch Ihre Risikobereitschaft für Deutschland, für unseren Wohlstand tun. Dankeschön dafür, dass Sie das alles machen und danke, dass Sie heute hier sind. Mit 145 Abgeordneten ist der Parlamentskreis Mittelstand nicht nur einer der größten Gruppen innerhalb der CDU-CSU-Fraktion, sondern auch die größte soziologische Gruppe im gesamten Deutschen Bundestag. Besonders der Mittelstand und die familiengeführten Unternehmen stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit des PKM. Hierbei wird es in den nächsten Jahren im Wesentlichen darum gehen, gemeinsam mit den verantwortlichen Unternehmern und Managern in wirtschaftlich unsicheren Zeiten den Unternehmensstandort Deutschland weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken. Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die Politik kann nur die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, um somit den Standort Deutschland auch zukünftig attraktiv für Familienunternehmen zu gestalten. Der deutsche Mittelstand ist wetterfest und feiern gehört auch in Berlin bei schlechtem Wetter zum guten Ton. Wenn Sie sich mal nach hinten umschauen, ist es proppenvoll, über 2000 Gäste zum Sommerfest gekommen, obwohl Regen ist, das spricht für Mittelstand. Tschüss. Tschüss, danke.